Hallo meine lieben Kreativen. Ja, heute habe ich wieder für euch einen Tag. Und zwar wurde ich von der lieben Bastelratte Ivy getaggt und vom Kreativstübchen, also von der lieben Bärbel. Ja, die haben zusammen einen Tag ausgearbeitet mit dem Titel Entweder oder. Und ja, haben mich dazu getaggt, und zwar beide. Und ja, ich erwähne euch natürlich auch beide, klar. Und zwar besteht der Tag aus 14 kleinen Fragen. Und ja, die beantworte ich euch jetzt natürlich sehr gerne. Ich mag solche Tags, ich schaue es mir auch wahnsinnig gerne an. Bei anderen, es ist immer interessant, was die anderen zu den jeweiligen Fragen immer dazu sagen, welche Meinung das sie haben. Ja, und da kann man viel auch lernen dabei, finde ich zumindest. So, und dann fange ich auch gleich an. Also wie gesagt, der Tag heißt entweder oder. So, Frage Nummer 1. Flüssigleim oder Klebeband? Schwierige Frage. Kommt immer aufs jeweilige Projekt an, was man eben macht. Aber ich würde sagen, Flüssigleim. Also nicht Flüssigleim, sondern Flüssigkleber. Und zwar, wie ihr schon wisst, meinen heißgeliebten 3D-Kleber. Ohne den geht bei mir gar nichts. Den verwende ich wirklich überall. Ich suche ihn jetzt gerade. Also, so einen 3D-Kleber, den verwende ich überall und für alles Mögliche. Ich liebe ihn einfach. Ich fühle ihn, habt ihr bestimmt schon zigmal schon in meinen Videos gesehen. Ich habe da immer so eine Spritze, die kann man sich einfach in der Apotheke besorgen oder man fragt einfach seinen Hausarzt. Natürlich eine ungebrauchte bekommt man dann wirklich schnell. Okay, es trocknet dann auch ab und zu einfach ein, aber da brauche ich nur den Stöpsel hier rausziehen, aufmachen und dann einfach erstmal drehen, dass sich es ein wenig löst und dann eben aufziehen und der Kleber rein. Dann geht meistens der Stöpsel, wie man jetzt hier sieht, geht er auch mit und das frimmel ich mir hier das Trockene wieder raus. Und da kommt dann eben der 3D-Kleber, ein bisschen eben, was ich eben brauche, rein. Und dann wird wieder zugemacht. Das schneide ich mir dann meistens ab oder ich breche es einfach ab. Und rein damit. Und kann das dann wirklich schön dosieren, wo ich es brauche und für alle möglichen Projekte. Es wirkt genauso gleich wie ein Heißkleber. Und ja, er braucht nur länger zum Trocknen, aber hat eigentlich die gleichen Eigenschaften wie ein Heißkleber. Ja, dann Frage Nummer 2. Stanzen oder Stempeln? Stanzen. Eindeutig Stanzen, ob das jetzt eben mit der Stanz- und Prägemaschine ist oder eben einfach nur irgendwelche handlichen Stanzer, die man einfach nur irgendwo aufsetzt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, muss ja nicht Stanzschablone sein, aber eindeutig Stanzen. Stempeln, ja, ich stemple schon gern, aber eher weniger und eher selten. Also meistens stemple ich nur in Verbindung mit Embossen. Und bei den Karten ist das dann eben auch so. Ich verwende dann lieber 3D-Motive als irgendwie wirklich Stempelmotive. Ich weiß nicht, das ist nicht so wirklich meins. Ja, Frage Nummer 3. Kreativmesse oder Flohmarkt? Weder noch. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch nie so wirklich jetzt, bis auf die Facebook Flohmarktgruppen, ja, da schon. Aber jetzt so richtig auf dem Flohmarkt irgendwo rumschlendern und mir da Bastelsachen kaufen, habe ich eigentlich noch nie gemacht. Vielleicht sollte ich da wirklich mal schauen. Lässt sich sicher irgendwas Schönes finden, bin ich mir sicher. Kreativmesse, ja, gibt es bei uns in Österreich leider nicht so viele und ich war bis jetzt nur auf 2 und die waren die reine Katastrophe. Also da war überhaupt nichts für mich dabei. Da waren eher so Laubsägearbeiten und keine Ahnung was, aber nicht irgendwie irgendwas ausgelegt auf meinem Bereich, wo ich jetzt bastle. Ich bin zwar vielseitig in meinem Bereich und habe mich da auch nicht festgelegt, dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt nur Mixed Media oder irgendwie Karten oder so, sondern bei mir ist alles kunterbunt gemischt. Ich habe da keinen Vorzug oder so, aber jetzt irgendwie was Schönes zu finden, nö, leider nichts mit der Kreativmesse. In Deutschland müsste man sein.
Ja, und Wien ist für mich als Oberösterreicherin dann eben auch zu weit. Ich weiß, dass es in Wien anscheinend welche Messen gibt, aber das ist dann auch wieder 2,5 Stunden zum Fahren. Das wird sich auch nicht zahlen. Also somit weder noch. Dann Uni oder farbenfroh? Ich würde sagen Uni. Uni sind jetzt für mich zwei Farben oder so. Das fällt für mich noch in Uni. Aber so farbenfroh, irgendwie gescheckert, kariert, gemustert oder so, kunterbunt. Nee, das ist überhaupt nicht wirklich meins. Ich mag zwar kräftige Farben und ich mag auch Komplementärfarben, die normalerweise eigentlich nicht zusammenpassen würden. Wie jetzt zum Beispiel das Grüne und das Violette, wie man hier sieht. Aber ich liebe es dann trotzdem in der Kombination. Aber es sollte dann Uni sein. Frage Nummer 5. Kreativkopf oder Ideenklau? Gute Frage. Kreativkopf oder Ideenklau? Ich würde sagen Kreativkopf. Ich sehe irgendwas und kann es mir gleich wirklich visualisieren. Was könnte ich daraus machen? Wie könnte ich es anwenden? Wie könnte man es bearbeiten? Was fällt einem da ein? Aber ab und zu habe ich dann auch so Themen, die mir dann, wo ich irgendeine Vorgabe habe, wo ich jetzt genau in dieser Sekunde irgendwas brauche. Und dann finde ich absolut nichts in meinem Hinterstübchen, was dazu passen könnte. Dann betreibe ich natürlich auch Ideenklau. Aber ich glaube, das macht so ziemlich jeder, oder? So, Frage Nummer 2. Shoppingwahn oder Dirty? Dirty? Do it yourself. Dirty. Ja. Shoppingwahn oder do it yourself? Beides. Da kann ich mich irgendwie nicht entscheiden. Ab und zu verfalle ich dem Shoppingwahn. Und viele Sachen mache ich mir auch selber. Wobei ich aber dazu sagen muss, ich muss mich da wirklich jetzt an meine eigene Nase packen, seit ich YouTube so intensiv betreibe und selber Videos mache, ist bei mir wirklich ein bisschen der Shoppingwahn ausgebrochen. Das hatte ich früher nie so. Ich hatte eine kleine Auswahl und habe das dann immer wieder aufgebraucht, bis wirklich alles fast weg war und habe mich dann der nächsten Sache gewidmet. Mittlerweile ist es so, dass ich mir wirklich schon Sachen anschaffe und vorplane und das irgendwo in den Videos sehe. Der hat das gekauft, der hat das gekauft, das sieht so schön aus, das sieht so schön aus. Ja, und da verfalle ich dann eher dem Shoppingwahn. Aber natürlich, do it yourself, ja, mache ich trotzdem auch selber. Also, irgendwie ist das bei mir nicht oder, sondern einfach mit. Das kann ich nicht beantworten. So, Frage Nummer 2. Recycling oder Up-Recycling? Up-Recycling, eindeutig. Man kann so wunderschöne Sachen machen, sei es jetzt irgendwie aus irgendwelchen Dosen oder eben auch Schachteln, die man umfunktionieren kann, die man bemalen kann, wie zum Beispiel hier jetzt so eine Box, ist bei mir jetzt auch eigentlich beides Recycling und Up-Recycling miteinander verbunden. Das ist so eine typische Chinesen-Box, also die man geliefertes Essen bekommen hat, ausgespült und wieder verwendet, finde ich einfach super. Brauche ich mir nicht irgendwas Zusätzliches kaufen. Oder hier zum Beispiel war ein Kerzenglas, das ich hatte. Die Kerze ist abgebrannt und ich habe sie dann eben einfach nur mit Strasssteinen und ja, so Klebestickern verschönert und habe da eben jetzt meine Stifte drinnen. Also eindeutig. Beides. Also wegschmeißen, recyceln nicht, aber recyceln in dem, dass ich es wieder verwende. Fotos oder Videos? Eindeutig Videos, weil es einfach eine persönliche Note hat und in jedem Video findet man irgendwie noch kleine Stückchen, ja, die man auf dem Foto zum Beispiel nicht sieht oder so. Ein Foto kann auch noch so schön geschossen sein und präsentiert sein, aber die kleinen Feinheiten sieht man meistens nicht drauf. Also das sieht man es dann schon eher im Video, wenn man sieht, aha, da hat sie noch ein Steinchen hingeklebt, da hat sie noch ein Steinchen hingeklebt. Ja, da sieht man das viel, viel besser. Und auch von den Anleitungen her, ich mag das gar nicht,
Ich schaue auch auf keine Blogs. Ich schaue wirklich nur YouTube-Videos an. Aber jetzt irgendwie eine Bildanleitung oder so, finde ich einfach doof. Ja, einfach doof. Muss ich nicht haben. Ja, Videos. Ganz einfach Videos. Masse oder Klasse? Frage Nummer 9. Masse oder Klasse? Kommt auf einmal was. Straßsteinchen Masse. Da muss nicht unbedingt Klasse sein. Ja, eigentlich. Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Also ich glaube eher. Ich bin auch nicht der Masse-Typ. Ich falle in keine Kategorie rein, ob Masse oder Klasse. Dann eher wahrscheinlich doch in die Klasse rein. Mir ist lieber, ich habe von einem Produkt weniger, aber dafür mehrere verschiedene Ausführungen, anstatt dass ich jetzt von einem Produkt, keine Ahnung, 100 gleiche Sachen habe. Also, ja, ich nehme jetzt die Streichsteinchen zum Beispiel her. Ich habe da Masse und Klasse. Mir ist es eben wichtig, dass ich einfach eine Auswahl habe, aber es muss nicht von einem Produkt ganz viel sein, sondern eben viele Produkte, aber jeweils immer nur ein bisschen was, damit ich da wirklich kreativ sein kann und eine Auswahl habe. Also, ja, klasse. Trends oder Oldschool? Gute Frage. Wenn ich jetzt sage Oldschool, wie ihr schon ja in eurem Video gesagt habt, dann kommt ja der Einwand, naja, Pocket Letter ist aber Trend. Ja, ich bin da irgendwie trotzdem aber für Oldschool. Trends mache ich nur mit, wenn sie mir wirklich zusagen, aber nicht, weil jetzt gerade der irrsinnige Hype darum ist, sondern weil es mir wirklich zusagt, weil ich damit was anfangen kann, weil ich das ja, machen kann und ansonsten wirklich Oldschool, zum Beispiel Serviettentechniken, mache ich irrsinnig, wahnsinnig gerne nach wie vor und das ist wirklich Oldschool. Aber das habt ihr zwei ja auch schon besprochen, liebe Bastelratte Ivy und Kreativstübchen, dass das eben, ja, beides irgendwo hin tendiert, aber ich sag wirklich Oldschool. Das liegt mir mehr, denn ich pick mir einfach meine Sachen raus, die mir zusagen und mach das so, wie es mir passt. Ja. Jo. Frage 11. Fimo oder Salzteig? Eigentlich keins von beiden. Ich habe mich in Fimo versucht. Das ist katastrophal, was bei mir da rauskommt. Ich habe überhaupt kein Händchen dafür. Salzteig habe ich noch nie probiert, kann ich gar nicht dazu sagen. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann eben fürs Fimo, wobei, wie gesagt, das liegt mir auch nicht wirklich. Dann Frage Nummer 2. Spraydose oder Tubenfarbe? Eindeutig die Tubenfarbe. Ich hasse Spraydosen, also richtig so die Schüttellacke und so. Da hat man den Sprühnebel überall und damit kann ich überhaupt nichts anfangen, weil in der Wohnung kann ich sowieso nicht lackieren, Garage habe ich nicht so wirklich. Ich könnte es draußen im Rasen machen oder so, aber nee, ist nicht meins, also eindeutig Tubenfarbe. Bis auf natürlich Sprühdose, also da steht ja Sprühdose, nicht Sprühfarbe. Wenn es die Sprühfarbe wäre, so wie zum Beispiel jetzt diese selbst angemischten Sprühfarben in diesen kleinen Fläschchen, und danach habt ihr ja zum Beispiel auch gefragt, ich habe es euch unter das Video auch kommentiert. Die gibt es bei Amazon und gibt es auch bei eBay. Da kosten 10 so kleine Fläschchen, kosten gerade mal 4 Euro für Deutschland. Sind sogar versandkostenfrei. Das packe ich euch unten in die Infobox auch rein. Die sind echt toll, da stehe ich drauf. Da gebe ich wirklich nur 1 cm so von der Farbe rein, den Rest fülle ich mit Wasser auf. Und ich habe mir da auch so eine kleine Perle rein, das hört man. Eine kleine Perle zum Zerschlagen reingegeben und mit dem Sprühnebel funktioniert das wirklich toll. Ich nehme jetzt mal eine kräftigere Farbe und zeige euch das gleich mal. So, ich schüttle jetzt hier die Farbe noch auf.
Und da muss man wirklich kräftig aufschütteln, damit hier eben die Sprühdüse nicht verklebt. Das könnte jetzt am Anfang immer sein, aber wie man sieht, es ist wirklich ein feiner Sprühnebel und kein Strahl. Ja, desto mehr, dass man aufsprüht, natürlich sieht man dann mehr, ist klar. Aber die schon, aber wie gesagt, Spraydose nein, Sprühfarben in dem Sinne ja. Die mag ich. So, nächste Frage. Und zwar Frage Nummer 13. Papier oder Stoff? Eindeutig Papier. Ich kann... Nein, ich sage jetzt nicht, ich kann es nähen nicht. Ich habe es natürlich gelernt. Nähen kann ich schon. Aber ja, es... Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, sagen wir mal so. Ich habe früher einiges genäht, zum Beispiel so Polsterbezüge, teilweise auch so einfache Sachen, die man eben dann in der Schule so gemacht hat. Schürzen, Taschen, Rucksack, Hose, Bluse, ja, immer wieder irgendwas umgenäht oder so. Ja, oder ja, die ganzen Sachen eben, was so anfallen. Mit Stoff, aber jetzt fürs Basteln, nee, nicht so wirklich, da eindeutig das Papier. Frage Nummer 14, Internet oder Printausgabe? Eindeutig Internet, ich bin der absolute Internet-Freak und Technik-Freak. Also bei mir geht ohne Internet überhaupt nichts. Da hole ich mir meine Inspiration, da kaufe ich ein, da unterhalte ich mich auch mit den anderen und, was da eben alles so anfällt. Also wirklich die Internetoption. Printausgabe, ja, eventuell bei Katalogen, dass ich mir da jetzt hier und da mal einen durchblättere. Aber das ist eigentlich auch wirklich selten. Ich mag die Kataloge auch nicht. Dann hat man sie irgendwo rumliegen. Die brauchen einfach nur Platz. Dann hebt man die vielleicht ein Jahr auf, wenn man in einem Jahr irgendwas dann irgendwo aus irgendeinem Katalog brauchen könnte. Nee, danke. Da verzichte ich drauf. Da schaue ich dann lieber irgendwo auf die Internetseite und schaue da eben rein, was da eben so gibt und ja, mache das per Internet. Ja, das war's dann auch schon mit dem lieben Tag. Und 14 kurze, knackige Fragen, die es eben zu beantworten gab. Wie gesagt, der Tag ist von der lieben Bastelratte Ivy und Kreativstübchen. Hat mir irrsinnig Freude gemacht. Wie gesagt, ihr dürft mich gerne weiter taggen, immer wieder mit euren genialen Ideen. Freue mich drauf und ich hoffe, ich habe euch die Fragen schön beantworten können. Und wen ich jetzt noch taggen möchte, ich möchte taggen. So, zum Schluss noch, wen tagge ich? Da habe ich mir 7 Personen rausgeschrieben. 7 ist ja auch meine Glückszahl. Und zwar habe ich mir rausgeschrieben die 21 Stamp Street, die liebe Anja. Dich würde ich gerne taggen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du nicht schon von den beiden getaggt wurdest oder nicht. Ja, egal, 3-mal doch auch, oder? Wie gesagt, ich bin mir jetzt, glaube ich, nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dich unten in der Verlinkung nicht gelesen. Deshalb tagge ich dich jetzt hier auch mit. Dann würde ich noch gerne taggen die Diva Creativa, die liebe Michelle. Ihre Videos mag ich auch wahnsinnig gerne. Überhaupt ihre Roomtour, die war der absolute Knaller. Dich würde ich auch liebend gerne taggen und mal aus deinen ganzen Schätzen zu wissen, was du da wirklich magst, am meisten magst. Dann würde ich die Liebesfuchs gerne taggen und zwar die liebe Janine. Eine durchgeknallte, superliebe, sympathische Ulknudel. Genauso würde ich dich beschreiben. Ich liebe deine Videos und ja, es ist einfach eine richtig coole Socke, wie man so schön sagt. So eine richtige Labertasche. Ich liebe sie. Dich würde ich auch natürlich sehr, sehr gerne taggen. Dann würde ich noch gerne taggen Kreativbunt, die liebe Vera.
Wobei ich mir da jetzt aber nicht sicher bin, sie hat eine ganz eigene Schiene, die sie eben auf ihrem Kanal fährt, eben nur mit Bastelvideos. Ich bin mir nicht sicher, ob die für Tags auch zu haben ist, aber man kann es ja versuchen. Also, liebe Vera, vielleicht machst du ja doch mit. Dann würde ich noch taggen die mit Christine Kreativ, die liebe Christine. Natürlich, dich tagge ich auch. Da bedarf es keiner vielen Worte. Ja, ich mag die Videos von der Christine. Mein allererstes Video, was ich hochgeladen habe auf YouTube, war eben auch ein Ideenklau von der lieben Christine, was ich dann noch ein bisschen ausgebaut habe. Aber die Grundidee stammte damals von der lieben Christine. Dich würde ich natürlich auch gerne taggen. Dann würde ich dir gerne die liebe Vanessa alias Semifim, falls sie zusieht, da bin ich mir gar nicht sicher, würde ich auch sehr, sehr gerne taggen. Und zu aller guter Letzt würde ich noch die liebe Susanne Kreativatelier taggen. Die liebe Susanne, ja, ich mag sie ungemein. Sie ist wirklich so, da spürt man, sie ist so, wie soll ich das beschreiben, so ein herzensguter Mensch. Ja, sie strahlt einfach für mich Wärme aus, obwohl sie so ein bisschen eine raue Schale hat, aber sie verschönert nichts, sie redet Tacheles, bringt alles auf den Punkt, richtig schön. Ja, es macht einfach Spaß, solche Videos auch mal richtig zu sehen, die nicht nur gestellt sind, sondern wo es genau jetzt mittendrin passiert und egal was rundherum ist, es ist jetzt. Und das liebe ich an ihren Videos wirklich ungemein. Falls ihr sie noch nicht kennt, schaut euch ihren Kanal an. Ich kann es wirklich nur empfehlen. So, ja, diese lieben 7 Leute würde ich gerne weiterdecken und freue mich natürlich über ihre Ausführungen, was sie zu dem Text sagen, entweder oder. So, meine Lieben, wer mich noch nicht abonniert hat, würde mich natürlich freuen. Hier unten da im Eck, da ist die kleine Fee, da brauchst du nur drauf drücken und kannst meinen Kanal kostenlos abonnieren. Würde mich natürlich freuen. Ebenso über Kommentare, was sagt ihr zu dem Text? Ja, wie handhabt ihr das so? Schreibt es mir doch einfach unten drunter rein. Würde mich freuen. So, meine Lieben, aber genug gelabert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!